Zentrum des Waldes, Baum der Eule. Wie kommen wir da am schnellsten hin? Ich weiß es gar nicht. Machen wir mal Zentrum des Waldes. Halt, nein. Wir machen das anders. Nochmal die Karte und zur Trollbrücke, bitte. Du gehst eben da lang, wo du gerade herkommst. Genau du. Ich will was probieren mit der Melone. Die lässt sich doch wunderbar bestimmt benutzen, um das zu stopfen, oder? Bitte, lass das. Ja! Sehr gut. 36, 24, 38, nein! Oh, verflucht! Er ist kaputt. Ich war mir jetzt nicht das ganz ist sicher. Der Glückstag. Ich besitze zufälligerweise eine Reparaturwerkstatt für Musikinstrumente. Natürlich. Ich mache es dir blitzschnell wieder einsatzbereit. Wirklich? Sicher. Gib mir nur eine Stunde für dein kostbares Stück. Und das passt in die Mütze, natürlich. Okay, ich war mir nicht mehr sicher, ob das funktioniert, aber mir kam das irgendwie bekannt vor mit der Melone. Ich hab's ja, wie gesagt, schon mal irgendwann vor Ewigkeiten gespielt, aber gut, es hat geklappt. Freut mich. So, wir haben ein Sausefon. Das Sausefon macht Krach. Macht lauten Krach. Okay, ich weiß, wo wir hin müssen. Karte? Zum schlafenden Riesen. So, mein Freund, wollen wir dich mal aus deinem Schlaf reißen? Bitte sehr, Simon. Okay, schön. Dann hat das ja soweit funktioniert. Wir können weitergehen. So gefällt mir das. Okay, was haben wir hier? Noch eine kleine Statue. Wir schauen die uns mal mit an, so nebenbei immer mit. Kann ja nicht schaden. Das ist eine Statue einer Pygmäenkriegerin. Okay, was auch immer eine Pygmäenkriegerin ist. Sind Pygmäen nicht eigentlich ein afrikanischer Volksstamm oder irre ich mich da jetzt gerade ganz gewaltig? Okay, ich suche immer mal mit dem Boden ab, falls hier mal wieder irgendwo was rumliegt. Ich weiß es ja nicht. Mal hier gucken. Nee. Okay. Ein Schild. So, hier drüben ist auch nichts. Was? Achso, ich bin mal wieder hier unten drauf gekommen. Okay. Was ist das denn? Moment mal, schau an. Shit. Vorsicht, leicht entzündliche Substanzen. Okay. Dann geh mal rein. Ach. Mein Gott! Es ist ein echter Drache! Oder sieht aber traurig aus. Was hattest du in einer Drachenhöhle erwartet? Das geschieht nicht wirklich. Ich würde an deiner Stelle nicht hier bleiben. Ich habe eine fürchterliche Erkältung und kann mein Niesen nicht kontrollieren. Okay. Ja. Huch. Autsch. Gut. Simon, stehst du wieder auf, oder? Achso, ich muss klicken, okay. Zum Glück trage ich meine Asbestunterwäsche. Na dann ist ja gut. Können wir hier hinten lang? Ach, tatsächlich ist er gut. Okay. Mann, das ist ein interessanter Stein. Was ist das denn? Okay. Was stellt das dar? Ach, wir können hier hinten lang, okay. Dann ist er gut. Steigeisen, ja, klar. Was sonst? Benutze bitte mal die Steigeisen. Nee, du sollst sie einfach benutzen, nicht mit irgendwas. Das geht doch so nicht. Ja, bla. Ach so, er geht einfach, wenn ich auf Gehen drücke. Da fehlt ein Steigeisen. Überraschung. Gut, dass du das mitgekriegt hast. Haben wir irgendwas, um das da reinzustecken? Nicht wirklich, oder? Kältungssaft, Leiter, können wir vielleicht... Moment mal. Können wir die Leiter benutzen, um das zu überbrücken? Das geht doch so nicht. Schade. Hätte ja klappen können. Okay, Schere. Nee, ansonsten haben wir nichts. Wir können ja mal versuchen, das Schwein rüber zu schmeißen. Das geht doch so nicht. Moment. Wir benutzen das Seil mit dem Schwein und dann werfen wir das Schwein rüber und das sichert uns. Das geht doch so nicht. Schade. Hätte ja klappen können. Okay, dann... Puh.
was könnten wir noch machen? Gut, das dann auch geklärt. Gehen wir nochmal zurück. Wir müssen irgendwas finden, was wir da reinstecken können. Ich will nochmal zum Drachen zurückgehen. Vielleicht kann man ja noch irgendwas mit dem machen. Vielleicht mit den Streichhölzern. Wobei, wir sind ja angezündet worden, also er hat ja noch seinen Feueratem. Achso, wir haben doch Erkältungssaft. Natürlich, wir haben Erkältungssaft. Warum bin ich eigentlich eher drauf gekommen? Mein Freund, lieber leidender Drache, was tust du? Simon? Ach so, feige Sau. Einfach mal zielgenau reingeworfen. Okay, gehen wir mal wieder rein. So, mein Freund, geht's dir besser? Die Hustenmedizin hat ihn ausgeknipst wie ein Licht. Das ist schön. Aufwachen, Herr Drache! Was zur Hölle tue ich hier? Ich möchte ihn nicht aufwecken. Nicht? Schade. So. Das ist ein CO2-Feuerlöscher. Okay. Gut, nimm den mal bitte mit. Oh, Gold! Wir haben ich Gold! Ich gehe nicht an ihm vorbei. Alter, wenn er schläft. Aufwacht, bin ich wieder Toast. Er schläft! Mann! Und da ist Gold. Ich will Gold haben. Gib mir Gold. Ich gehe nicht an ihm vorbei. Feige Sau. Wenn er aufwacht, bin ich wieder Toast. Ach, Mann. Mist. Ich hätte ja gern was von dem Gold gehabt. Da hätten wir mal irgendwas Tolles kaufen können. Ich weiß nicht. Okay, haben wir einen Feuerlöscher, mit dem ich ehrlich gesagt nichts anzufangen weiß jetzt auch momentan. Dann gehen wir mal zurück ins Dorf und schauen mal, ob die beiden Typen vom Shop jetzt endlich mal hier, was abgestellt haben? Nein. Wie sieht denn das ja aus, Freunde? Ihr wolltet doch was bereitstellen. Hallo? Hierher kommt der Asparagus-Gelee mit... Ja, das kennen wir doch schon, bla bla. Entschuldigung? Hallo Jungs, was gibt's Neues? Nicht viel. Vielleicht ist er ein wenig hässlicher. Und er ist ein wenig dümmer. Ja gut, kennen wir. Man sieht sich. Und tschüss. Ja. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass sie mal hier ihre Lieferungen jetzt draußen hinstellen, damit wir jetzt endlich mal was haben, was wir hier noch irgendwie... Damit wir endlich mal ein paar Gegenstände in unserem Inventar haben, natürlich. Ja, was machen wir? Was könnten wir mit der Leiter anfangen? Moment, ich will mal kurz gucken. Geh mal hier, geh. Komm, kusch. Ich will mal hier drüben gucken, ob da vielleicht irgendwo ein Fenster ist, durch das wir einsteigen können. Ansonsten wird es langsam Zeit für Herumprobiererei, weil mir langsam die Ideen ausgehen, beziehungsweise die Hinweise ausgehen. Okay. Haben wir hier noch irgendwas, was wir benutzen könnten? Der Elchkopf nicht. Ansonsten bloß die verdächtigen Kräuter, die unser Freund von seinem Bruder kennt. Nee. Okay. Gehen wir weiter. Hier hinten muss doch auch irgendwas zu machen sein, oder? Kannst du die Tür nicht essen vielleicht? Na eben, haben wir es schon probiert. Verzehre die Tür. Das habe ich nie so ganz verstanden. Was? Die ist aus Schokolade und Trüffel, Mann. Das ist pralinenmäßig. Die kannst du essen. Probier's mal. Okay, ja. Könnten wir vielleicht... Vielleicht können wir die ja schmelzen lassen. Benutz mal die Streichhölzer damit. Das geht doch so nicht. Hätte doch sein können. Okay, wir könnten mal probieren, vielleicht die Bienen zu vertreiben aus dem Stock, um an den Honig zu kommen. Das geht doch so nicht. Hast du es schon probiert? Nein. Gut, vielleicht mit den Streichhölzern, um sie auszuräuchern. Das geht doch so nicht. Ja, ich glaube, ich werde einen neuen Lieblingsspruch haben. Leider ist das nun mal so in Adventures, dass man das immer wieder zu hören kriegt. Gut, was können wir noch machen? Ich muss die ganze Zeit auf diesen Bart starren irgendwie. Ich weiß auch nicht. Der zieht so meine Aufmerksamkeit in seinen Bann. Puh. Haben wir irgendwas, was dem Bauchladenkrämer gefallen könnte? Vielleicht das Schwein? Nee. Oder der Metalldetektor? Nee, die müssen wir bestimmt für irgendwas benutzen. Vielleicht in der Mine, aber da werden wir nicht reingelassen, bevor wir Bier haben. Ach so. Ach. 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 Ich weiß. Ich weiß was.
Mal gucken, ob's klappt. Geh mal zum betrunkenen Druiden, mein Freund. Natürlich. Unser Barkeeper ließ sich doch ablenken. Er gibt uns doch nichts aus, weil wir erst 12 sind. Das habe ich übrigens nachgelesen. Ich weiß nicht, ob es hier mal mit erwähnt wurde. Jedenfalls ist Simon 12. Kann sein, dass das mit dem Prolog erwähnt wurde. Habe ich nicht so aufgepasst bei. Okay, dann lassen wir den Barkeeper mal ablenken. Ich bin's wieder. Oh ja? Drehst du dich mir auch mal zu? Ja, sehr schön. Hier. Ich hätte gern einen White Wizard. Einen Moment bitte. Gut, dann probieren wir mal das Glas hier mit dem Bier zu nutzen. Das geht doch. Warum? Alter! Mann! Benutze das Fass. Das geht doch so nicht. Den Eimer. Tut mir leid, Sir. Ich kann im Moment keinen Spatzensaft finden. Ist schon okay. Ich bin sowieso noch minderjährig. Darf es sonst noch etwas sein, der Herr? Wo könnten wir das sonst reinfüllen? Wir brauchen das Bier auf jeden Fall. Können wir vielleicht... Moment. Nein, man sieht sich. Können wir vielleicht irgendeine Flasche hier nehmen? Hier drüben? Nee. Vielleicht von den Mädels? Ich habe da noch ein paar Fragen. Schieß los. Nee, verdammt. Verdammt, ich hab's vergessen. Wir raten dir. Und ja, ja, bla, bla. Verdammt, wir müssen irgendwo das Bier reinfüllen. Ins Sausophon? Wozu haben wir das jetzt noch? Ich meine, müssen wir nochmal einen Riesen wecken? Ich glaube nicht, oder? Wir haben ansonsten aber auch keine Gefäße weiter. Okay. Ich will mal kurz was gucken. Und zwei hier drüben. Gut, die wollen Bier, okay. Dass wir denen noch nicht geben können. Ich will mal beim Sumpfling vorbeigucken. Vielleicht, Verzeihung, ich bin gerade mit meinem Stuhl weggerollt. hat der Sumpfling irgendwas. Können wir den Besen vielleicht nochmal zu klauen versuchen bei der Hexe? Nee, ich will erst mal gucken, ob beim Sumpfling vielleicht irgendein Gefäß rumsteht, wo wir Bier reinfüllen könnten. Ich meine, sein Sumpfzeug ist ja auch irgendwie flüssig, nicht wahr? So, öffne, hier ist öffne. Hallo, Simon, reagiere. Jawohl. Freund! Ich wusste, du würdest mehr haben wollen. Ja. Eigentlich wollte ich... Sitzen, sitzen! Ich bring dir gute Suppe. Natürlich, sehr gern. Okay. Oh nein. Sei kein Waschlappen. Okay. Vielleicht können wir die Suppe mit dem Glas benutzen. Ah, sehr gut. Das gefällt mir. Ich weiß nicht, was wir damit machen, aber ist ja schon mal gut, dass wir es haben. Schönes Geräusch. Die will ich auch unbedingt in meinem Hut stehen haben. Okay. Oh nein, ich habe keine Suppe mehr. Natürlich. Schade. Tut mir so leid. Ich muss nur noch mehr Zutaten sammeln. Ich hätte Simon gern noch weiter gefüttert. Tschüss. Bleib hier. Ich komme bald zurück. Tschüss, Sumpfling. Gott sei Dank muss ich von dem Zeug nichts mehr runterwürgen. Okay, wir haben hier... Warum kannst du die Schüssel nicht mitnehmen? Ich will die Schüssel haben. Gib mir die Schüssel. Mich interessiert nicht das blöde Sumpfkram-Zeugs hier. Ich will eigentlich die Schüssel haben. Okay, können wir hier noch irgendwas? Da unten ist die Kiste, okay, aber die bringt ja nichts. War hier? Achso, die Tür. Da Adventures manchmal gemein sind, will ich die mal... Können wir die schließen vielleicht auch? Du musst es... Ach, hier, schließe. Ich wollte gerade sagen, es muss doch was zum Schließen geben. Manchmal sind Adventures ja gemein und es wird irgendwas in der Tür versteckt, aber es scheint hier nicht der Fall zu sein. Der leere Suppentopf, in dem der Sumpfling seine Suppe kocht. Okay. Kannst du vielleicht den... Nein, nicht reden, Quatsch. Nehmen. Ich kann den armen Kerl doch nicht bestehlen. Simon! Du bist... Ach! Mann! Warum nicht?
Du musst doch irgendwas von ihm mitnehmen können, von dem Kerl. Okay, Schweinesuppe. Das geht doch so nicht. Doch, das geht. Okay, ansonsten können wir jetzt, glaube ich, ja auch nichts mitmachen. Wir haben ja gut den Dingens haben wir. Ich will diese Schüssel haben, Mann. Okay, dann raus. Mal gucken. Könntest du bitte die Tür aufmachen? Mal gucken, wo der Sumpfling sich hin verkrochen hat.